Schönen guten Morgen zum gefüllten 100. Walzen in Dolomiten. Nein, wir haben noch zwei Tage vor uns, Gott sei Dank. Könnte noch 50 Tage sein, das geht noch nie aus. Und wir sind jetzt ein bisschen E-Bike-lastig wieder am Weg, weil wir fahren jetzt die ganzen Trails, also siehst du, wie so Ohrballer sind die einfach bergauf. Dann ist gestern so geflasht, haben wir gesagt, heute machen wir es an Donnersirche. One-Way, wir probieren einmal die Steigung auf, ob es uns geht. Und sind jetzt am Hauptplatz von St. Beginn vor der Kirche. Die kennt eigentlich jeder von euch vom Durchqueren, Transalp etc. Fahren jetzt auch bei der Rühhütten. Mhm. Ich bin wieder wie gestern, dann bei der Rühhütten auf Richtung Kreuzkofelgruppen. Von der Kreuzkofelgruppen, von der Hütten dann auf St. Donnersirche. Ich weiß nicht, ob es gut geht, oder? Ja. Los geht's. Los geht's, sagt die Vicky, die hat immer viel zu sagen. So, wo sind wir, Vicky? Auf der Lavarelle. Genau, da die Lavarella-Hütten. Ich hoffe, der Deutsch habe ich gesehen. Das war jetzt fast ein Spaziergang mit dem E-Pitchi da rauf. Richtig cool zum Fahren. Ja. Bin's geht jetzt auf Antoniasjoch rauf. Also, das geht jetzt dann da vorne rauf. Und dann geht es die ganze Flanken rauf. Nein, warum ich das so taug? Also, ich möchte jetzt mal probieren, ob das fahrbar ist auf mit dem E-Bike. Wollte es mir eh schon mal schauen. Und dachte, ja, ein bisschen Zeit haben wir und machen wir das. Wetter ist dann eher instabil gemütlich. Ein bisschen schlechter wie gestern, ist 60 eh. Aber da oben ist wirklich traumhaft. Ich habe schon ein paar beneidet, die haben da oben übernachtet mit voller Fotoausrüstung. Die haben sicher Milchstraße fotografiert. Das flasht, glaube ich, richtig. Aber die Zeit ist nicht vorbei. Vielleicht mache ich das nächste Jahr mal da rum. Oder mir halt. Vicky lasse ich dann im Bett liegen und ich glaube, dann auf der Kreuz oder in der Sauna. Genau. So, es ist nicht wirklich warm, gell? Nein, es ist kalt. Vor allem, es ist nicht einmal Mitte Oktober, es ist einfach ein Kreuzfront da. Deswegen müssen wir bei der Tourenplanung drauf ein bisschen achten, dass man dann auch die Energie nicht so verharzt, weil man braucht schon generell mehr für den Grundumsatz. Und sie ist gut einteilt. Aber wir haben das wirklich mit dem Hotel Excelsior Hammer da wuschen. Da kommen sie, also dieser Spa-Bereich, das ist echt der Wahnsinn, weil da kannst du die aufharzen. Das ist wie in Afrika danach. Ja. Schreiben sie umso mehr drauf. Ja. Gut, genug geredet. Schauen wir weiter, dass wir kommen. Dann werden wir Nägel auf die Schiebehilfe umsteigen, da fahren müssen. Und dann geht's einmal rauf. So, Lavarella hinten ist da unten jetzt schon. Da wo die Wicke aufverstrampelt. Guck mal noch vorne. Ja, yeah, mega! Schafft er mir. Das ist recht verblockt, aber ganz geil zum Fahren. Das macht es natürlich hart, das E-Bike im Uphill. Geht schon wieder dahin. Schichtel. Ich habe nie gemeint, dass mir das so taugt, aber so wege bergauf. Ist einfach verrückt. Fühlt einfach so geil. Regelmäßig gefahren. Woo!
Spaß. Aber es ist halt Welten anstrengender mit einem normalen Bike halt. Weil diese Sprinter, weil die Bike nun schon gekauft hat. Das ist Axe. Ja, ja. Du musst mehr brauchst, mehr Pfeffer. Hier so raufgekommen. Besser als erwartet. Also die Auffahrt, die was ich da gefilmt habe, beim Fahren, die ist wirklich gut gegangen. Hier oben ist ein mega Panorama, zurück in die Zillertaler Alpen. St. Vigil, Kronplatz, sieht man, das Bustertal noch ausläufer. Da kommen wir auch fahren, werden wir noch machen, werden wir uns anschauen. Aber machen wir mit den normalen Bikes, weil ich mit denen nicht mehr zurückkomme, wenn ich bike, dann ist das komplett widersinnig. Und ich kann da über St. Vigil was drüber dazu hängen. Den Dreck habe ich dann da dazu, wenn es interessiert. Und wir fahren jetzt gleich wieder an auf die Farnesalmröche, Laurellerhütten, also den Trail aus und fahren euch. Und dann die Abschneider auf die Bederü und von der Bederü ballern wir diese ganzen Waldgeschichten raus. Deswegen haben wir jetzt dann ein bisschen was aufgespart. Mhm. Und war eigentlich echt eine trailintensive Runde, oder? Sehr. Also bis jetzt die Auffahrt, da hat es sich eh voll ausgezahlt, weil ich bin nicht so der Fan, dass irgendwo fast was aufgetreten wird. Nein, es ist richtig anstrengend. Echt. Du fadisierst ja, aber so ein Dress macht man voll Fun und da machen die richtig Sinn, die Teile. Macht richtig Sinn, ja. Ja, also richtig Spaß auch und so. Und man hat dann echt was du. Ja, vor allem auch Konzentration, das denke ich mir jetzt mal. Ja. Du musst so bei der Sache sein. Ja. Und was mir ficken ist auch so, wenn man mit dem E-Bike das Technische fährt, man muss auch viel mehr arbeiten und viel direkter sein. Druck aufs Vorderrad, ganz viel mehr und so. Ja. Ja. Und das bergauf Trailfahren ist auch eine coole Übung. Also ganz anderer Sport kann man so meiner Ansicht nach nicht vergleichen. Nein. Genau. Ja, was haben Sie zum Sagen? Jetzt sollen wir das aufstecken, das Teil. Und dann wäre es cool, die Mitte hinnackeln, oder? Ja. So, bleiben wir gleich mal stehen. The storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. Right now, I don't know if I'll ever arrive. Where the grass is green, we're still alive. I hope I'll see you on the other side. We'll be right back.
ja. Darf mir jetzt auch nicht schlecht. Wir wollen jetzt bei der Lavarella hitten, die ist da drüben, und sind jetzt immer zu den See gefahren, das echt voll schön ist. Das ist der Niki. Ja. Also wirklich ein Traum da. Und da müsst ihr unbedingt um. Weiter geht es für Insta in Richtung Peterühütten, euch in die Trails. Zuerst da noch um, aber das ist ein bisschen unwegsames Gelände, es ist ja klasse da. Und das ist echt zum Aufpassen, ja. Aber wir meistern die schon. Voll schön. Ja, noch ein paar Leute I got you escaping me, let me fall into you.
Alles gut? Ja, danke. Wir sind gut zurück. Und dann muss ich nicht einfach nur geschockt warten, weil wir haben nicht zurückgelegt auf ganz St. Birgit in der Straße. Wo haben wir sich noch voll ballert, den Trail raus? Ja. Also diesen Talweg heißt der nach St. Birgit. Oh, ja, ist so geil. Mit dem E-Bike hätte ich so fantastisch, ohne Schmerz. Gebt euch das, das ja, ist Wahnsinn. Das ist, aber man ist fertig, vor allem ich bin jetzt nicht gewöhnt, hier Spitzen drin, das ist ja beim Cross Country. Und das sowieso, und auch was Stress kann man die ganze Bahn und so, ja, dann voll blöd, voll ist schon echt geil gut. In Summe, die Tour richtig cool, auch mit dem normalen Radl richtig cool, Antonius Joch, die Überschreitung auch, die machen wir jetzt noch den Tag und haben euch dann den Track online und ja. Das ist unsere Aussicht vom Zimmer, heute ist leider ein bisschen bewölkt, aber trotzdem wunderschön, mit riesen Garten. Terrassen. Und der, der schon rausgeklopft, genau. Ja, muss auch sein. Gott sei Dank riecht es nicht. So schaut das Zimmer aus. Schon ein bisschen zugekommen von uns. Aber wunderschön. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt anscheinend eins von den alten Zimmern. Also ich habe die neuen im Internet gesehen und die schauen richtig, richtig cool aus. Aber natürlich für altes, also unter Anführungszeichen altes Zimmer ist das Wahnsinn. Traumhaft zu sagen, eigentlich nur ins Bad. Weil alles schon geputzt ist. Spiegel sind da genug. Sehr, sehr schön, alles aus schwarzen Fliesen mit Spiegel, da ist die Dusche und da ist das WC. Echt lustig gemacht mit der Glasdüre. Spada oder gleich mal dann schauen oder auf dem Weg zum Wellnessbereich sagen. Es ist nicht mehr viel los, vielleicht die filmen mir ein bisschen was, dass ich was sage. Das Hotel ist echt riesengroß, also perfekt zum Verlaufen. Da kennen Sie schon nicht aus. Gut. Fitness, gerade auch. Da steht Fitness. Genau. Boah. Boah. Also ich bin jetzt nicht fürs Fitness gekriegt. Der Herr schon. Aber schaut echt cool aus. Nein, gar nichts. 40 Zimmer sind heute angereist. Haben wir schon gesagt. Ja, wir wollten eigentlich da schon mal öfters eine, aber wir haben natürlich keine Zeit gehabt. Biken im Vordergrund. Coole Fotos. So, so schaut das wunderschöne Grund im Wellnessbereich aus. Das ist eine mega Krippe, die ist ausgezeichnet worden zu dem größten oder zierlichsten Krippenbauer. Das ist echt heftig. Stopp! Boah. Das ist echt... Nude area, no camera. Ja. Direkt irgendwo noch eine Klickschacht, gell? Ja, wahnsinnig. So. Und jetzt geht es jetzt in den dritten Stock. Dolomitz-Kreisbar. Das ist echt alles da drin. Cocktailbar. Und so von meinen Freunden von weg. Geht ja kein Lift mehr hier. Das ist dann wahrscheinlich minus 12. Ja, das ist echt, also. Das muss ich nicht mehr auskennen. Luft. So. Yeah. Warum ist der hier? Ja, weil wir jetzt trainiert haben. Genau, wir wohnen kurz im Fitnessstudio. Warst du? Am letzten Tag.
jetzt wird es dunkel. Brooks-Sattel. Mega, mit den originalen Brooks-Sattel. Jetzt gehen wir mal. Passt. Schaut mal ab. Hey, geht's uns ganz gut. Prost. Aperitif, ja. Also, ich guck, und das ist mega, wow. Der Ofen. Also gerade nach dem Biken, weil es nicht wieder hochgeschraubt hat. Und wenn nicht, das ist jetzt umschauen. Das war so kalt. Optimal. Es war richtig kalt und das ist mega, also zum Auffahren. Wir haben mit zu der Stube. Wir sagen nicht, wie wir auf dem Klimaan da haben. Ja, das ist echt traumhaft. Und da ist uns Essen. In diesem Sinne, wenn es Anregungen habt oder Verbesserungen, gern einen Kommentar dabei lassen. Wenn ihr gefallen habt, dann Daumen nach oben. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. GoPro aus. GoPro stopp. GoPro halt. GoPro aus. Stopp. Pause. GoPro anhalten. GoPro Ende.